Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Deep Diving Simulator. Ein Tauchsimulator, wie man den Namen unschwer erkennen kann, der am 27. Mai 2019 auf Steam erscheint. Das ist bei mir aktuell morgen, wo ich aufnehme. Und ja, wir dürfen vorab schon mal so einen kleinen Blick draufschmeißen. Der Entwickler selber schreibt über das Spiel: Der Tauchsimulator zeigt dir das Leben eines modernen Tauchers. Erkunde die tiefen, unerforschter Gewässer, während du auf deinen Sauerstoff und die Druckentlastung achtest. Sammle alte Relikte, besuche versunkene Schiffe, entdecke unbekannte Spezies und erhalte von Professor Adam Belohnung für deine Funde. Jeder Tauchgang bietet neue Geheimnisse, von denen einige, wie die verlorene Stadt Atlantis, gerne ungelüftet bleiben wollen. Können wir Atlantis finden? Das wäre übelst irre. Gut, in den Optionen können wir schon einiges einstellen. Von der Grafik her habe ich so ein bisschen was angepasst. Bewegungsschärfe mache ich für YouTube immer aus. Sieht immer doof aus in Videos. In der Steuerung dürfen wir auch schon ein bisschen was anpassen. Audioeinstellung muss ich ein bisschen leiser machen, war sehr laut. Und wir dürfen Deutsch spielen. Das ist schon mal gut. Ne? Ändern wollte ich nichts. Und jetzt gehe ich mit euch auf ein neues Spiel und schaue mir das Ganze doch mal an. Ich bin noch nicht einmal unter Wasser gewesen. Bist du sicher? Ja. Ich habe nur gerade einmal einen Fail gehabt. Den zeige ich euch jetzt gleich, damit ihr Bescheid wisst. Ja, wir sind in der Nebellagune. Das hat die Dame jetzt auch gesagt. Und ja, das sind so verschiedene Level. Wir sehen, wir haben ja Sammelobjekte oder Sammelitems. 45 Stück, die wir hier finden können, und 39 Spezies, denke ich mal, die wir entdecken können. Wir haben ja noch gar nichts entdeckt. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, komme ich zur Piratenbucht. Die müssen wir aber erst freischalten. Aber wir können hier oben wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ich geh mal drauf, ne? Falls ich nochmal zurück muss, dann ist es halt so. So, zum Freischalten. Finde den Scanner am vorigen Ort, also hier, wo ich jetzt nicht mehr hinkomme. Das ist das Doofe, ich wüsste nicht wie. Sammle mindestens 50% der Items am vorigen Ort. Also entweder müssen wir das nur schaffen oder beides. Dann dürfen wir zum Piratennest. Ne, hier darf ich jetzt nicht auf Tauchen klicken. So, zurück geht leider nicht. Ist wahrscheinlich noch ein kleiner Fehler. Da muss ich einmal ESC drücken und auf Fortsetzen. Und dann komme ich wieder zur Nebelbucht. So, gut. Ich gehe auf Tauchen. Ja, Lagoon. Ich gehe auf Tauchen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas vorher machen muss. Ich glaube aber nicht. Misty Lagoon. I have such fond memories of this place. Right. No daydreaming on the job. Get your feet wet and slowly explore your surroundings. I hope that suit doesn't have any holes in it. Das hoffe ich auch, dass er keine Löcher hat. Your objective is pretty simple. Collect anything. Sag mal alles, was ich verkaufen kann. And I can sell, like coins, pots, minerals and other valuables. This will help our quest. And there's a container somewhere around these parts. So if you happen to come across it, ja, ja. Don't worry. Keine Sorge, wir rauben niemanden aus. Wir säubern die Unterwasserwelt. The underwater world from things that don't belong in there. You're doing a big favor for all of us. Just hurry up when you see it, okay? Okay. Tauch. Der wollte mich erstmal voll quatschen. Der werte Herr Opa. Wusstest du, dass die Seeungeheuer auf alten Karten ein Zeichen für unerforschte Gebiete waren? Aha. Wusste ich nicht, nein. Commonly known as the most peaceful of diving sites, Misty Lagoon holds its good reputation thanks to its pleasant and calm waters, as well as the beautiful and endangered coral reef. Often called rainforests of the sea, coral reefs form some of the world's most diverse ecosystems and are estimated to cover 115,000 square miles, which is under 0.1% of the ocean's entire surface area. Okay. Eintauchzone. Wir haben 10 Minuten so. Willkommen beim Tauchsimulator, ja? Ja. Ja, das hast du mir gerade schon erzählt. Okay, Steuerung. Wow, ja. Nach links rollen. F, interagieren. G, Itemzähler an aus. Hinaufschwimmen, Space. Hol ich dann Luft 10 Minuten oder was? Nach links rollen, wer ist klar, beschleunigen. Hinunterschwimmen. Okay, also Sachen sollte man schon wissen. Eine Taschenlampe. Messer wechseln. Zum Heil. Heilstrahl wechseln. Was? Zum Ladestrahl wechseln. 2, 3. Wenn wir das austesten. Waffe umschalten, interagieren. Okay. Also die Steuerung ist. Ein Simulator lastig. Oh, dort, bis der vorwärts kommt. Also das hier ist. Ich drück mal hier Tasten rum. Messer. Erstmal schlachten das Ding.
Also man bewegt sich super langsam. Wird wohl F sein. Ich habe Luft gekriegt. Great. You've just collected your yeah! Keep an eye out for other items and try to find that container. Suche den Container, okay. Das ist noch was. Fühlt sich schon von der Steuerung her ziemlich geil an, muss ich sagen. Ich lasse einfach los, er schwimmt dann noch ein bisschen weiter, wie im All so ein bisschen. Aber es ist ja auch tatsächlich so im Wasser rollen. Ah ja, klar. Wir sind wie so ein Raumschiff hier unter Wasser, ne? So ein Container. 2 von 84 Items haben wir gesammelt, okay. Ich habe ja noch mehr gesehen da gerade. Oh, es ist super entspannt. Es ist jetzt schon entspannt, ey, muss ich sagen. So, jetzt gebe ich mal Vollgas und jetzt bremsen. Gar nichts machen. Ich bewege mich gar nicht mehr. Ist ja geil. Die Musik gefällt mir sehr. Grafik ist völlig in Ordnung für einen Tauchsimulator, oder? Ich schwimme einfach mal lang. Ich denke mal, das Spiel wird mich... Ruderbootwrack. Achso, ich dachte, wäre mein Boot, wo ich von hier gekommen bin. F gedrückt halten. Und es gibt auch Erfahrungspunkte. Mein Gott, was liegt denn hier alles? Habe ich ja gleich alles gefunden. Ja, ich würde gern noch die Piratenbucht sehen. Was ist das denn? Okay, jetzt mal die Items. 2 und 3 macht da irgendwie gar nichts. Muss ich wahrscheinlich erst noch finden, den ganzen Kram. Das lasse ich ja auch aufarbeiten hier als Taucher. Wir sind ja jetzt in der Easy Peasy Lagune hier. Wow. Ey, ich habe Schaden genommen, oder? Ich habe mir den Kopf gestoßen. Das wird natürlich auch sautief gehen hier, ne? Steuerung geil. Ist ein bisschen tricky, aber das gehört einfach dazu. Ich bin noch nie getaucht. Ich würde mich auch in der Hose scheißen, echt zu tauchen, muss ich zugeben. Taschenlampe einmal an. So, eine Muschel. So, ich denke mal, wir müssen zu dem Wrack, ne? 7 von 84, das hört sich viel an. So, ich muss einmal testen, an der Oberfläche zu gehen, aber ich habe Angst, dass ich dann das Spiel beende. Wir haben ja noch 7 Minuten, noch was, komm. 8 Minuten. Ist das ein Wrack da? Da liegt ja so viel Kram. Eine Außenperspektive scheint es nicht zu geben. Eintauchzone, 2 von 7. Hä? Ich habe einen Anker gefunden. Da liegt was Riesiges. XP. Naja, das ist ja irgendwie kein Wrack, das schwimmt doch oben. Naja, lass uns jetzt mal entspannt ein bisschen suchen. Ist ja eigentlich nicht schwer. Die Dinger, die blinken ja sogar noch. Für mich. Scheint noch ein sehr großes Areal zu sein, tatsächlich, wo wir herumtauchen dürfen. Wow. Mal, was wir mit den Leveln anstellen können. Dass wir jetzt ein Spiel über Keymailer bekommen, kriege ich eigentlich gar keine Informationen zum Spiel meistens. Außer es gibt eine NDA oder sowas. Ah, ich glaube, ich habe die Kiste gefunden. Schön. Ich muss aber trotzdem alles einsammeln. Versteckter Container. Boah, der ist aber super versteckt, wenn ich dafür sogar noch... Ach, das hat auch nochmal 7 Items hier. Und Teller. Das? Oh, ein Seestern. Au, ne, ein Seeigel. Oh, der kostet Luft dann, okay. Also wir haben keine HP in dem Sinne, wir haben Luft. Das ist Scanner, oder? Toll. Die Öko-Waffe ist perfekt. Was? Zu sorgen, okay. Diese geniale Erfindung gibt Ultraschallwellen mit einer Spezialfrequenz ab, die Schadstoffe und gewisse Objekte. Okay. Jetzt habe ich dieses. Da ist er. Was? Okay, ja. Lass mal die Fische hier töten. Okay. Ich weiß nicht genau, wie man das einsetzt. Das hier haben wir, sieht wertvoll aus. Komm her damit.
Muss auch mal tauchen gehen, ne? Wenn überall so ein Zeug sofort rumliegt. 25 Goldbecher. Okay, was ist das denn so rot? Ach, bestimmt muss ich hier dieses Ding benutzen. Was ist das auch Ausdauer? Mit rechten Maustaste, okay, machen wir das auch wieder weg. Muss wahrscheinlich gar nichts machen. Vielleicht mal aufschlagen. Was ist das? Knalliges Rot. Ja, ich habe ihn geprügelt. Das hat gereicht. Ich habe nur noch 4,5 Minuten Luft. Was hat denn? Mehr sehe ich hier nicht. You've just acquired an underwater scanner. Cool. Use this prototype device to detect and mark all items of your attention in your immediate environment. Macht das nicht ein bisschen zu leicht? The scanner will detect interesting items as well as environmentally harmful. Okay. Ah, wir müssen noch. Aua, Kopf gestoßen. Au. Dann müsste er auf 3 sein. Feuer. Aber ich scanne nix. Man muss jetzt gedrückt halten. Schwierig einzuschätzen. Dauert ewig, bis er neu abfeuern darf. Weil sieht irgendwie genauso. Achso, das ist nur 2 verschiedene Modis. Alles klar. Wo ist denn der Scanner dann? Okidoki. Lass uns mal schauen. Items finden. Also unsere Mission habe ich eigentlich schon erledigt. Ne? Wir dürften, glaube ich, schon in der nächsten Zone gehen. 17 Zonen haben wir jetzt gefunden. 5 von 17. In die Piratenbucht. Aber wir gucken uns hier natürlich noch ein bisschen um. Und sammeln noch ein bisschen Erfahrung, ne? Bevor ich da zu den Piraten marschiere. Die natürlich nicht mehr unter Wasser leben. Das Startlevel, das ist super einfach wahrscheinlich. Muss ein bisschen mit der Steuerung vertraut werden. Eine Huschel. So. Es leuchtet. Ich brauche doch keinen Scan. Also die Steuerung ist cool. Ruderboot. Das haben wir doch schon mal entdeckt. Oh. Den pflücken wir jetzt. Seestern. Das ist ein Netz, ne? Das ist irgendwas. Das müssen wir bestimmt wegmachen. Boah. In der Luft 3 Minuten noch. Jawohl, ich habe ein Netz weggeräumt. Bitte, liebe Fische, ihr seid wieder frei. Ich weiß jetzt schon, dass ich das vergesse gleich und werde einfach absaufen. Aber gab keine Erfahrung oder so, ne, dass wir das Netz entfernt haben. Ich denke, wenn wir hochtauchen, ist das Spiel zu Ende. Also, das Level. Ich glaube nicht, dass er Luft holt und dann können wir wieder tauchen, 10 Minuten. Wir kriegen ja auch mal einen kleinen Bonus, hier 8 Sekunden, wenn wir was sammeln. Was echt nicht viel ist. Ui, das sieht aber hübsch aus. Nicht. Ein paar Tellerchen haben wir schon gefunden. So, dann müssen wir gleich nach oben. Ist das hier ein Kackhaufen? Aua. Muss echt vorsichtig sein, ey. Wenn er sich den Kopf eindengelt, versteckter Container. Was? Wo? Wow, wirk. Ich sehe keinen versteckten Container. Verarsch mich hier. Steuerung ist top. Das finde ich echt gut. So, hier seht ihr da unten mit dem, das Rote mit dem Druckausgleich. Man darf nicht zu schnell auftauchen. Das ist rechts unten. Also wenn man zu schnell auftaucht, dann gibt es die Taucherkrankheit. Jetzt. Ah. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. So, beendet man dann das, seinen Tauchgang? Die Geräusche. Belohnung. Plus 10%. Grundtempo. Cool. Aufladetempo. Gratulation, du hast einen neuen Ort freigeschaltet. Piratennest. Das werden wir uns natürlich ansehen.
Erstmal mussten wir... Good job, Rookie. Fine things you've collected. Really great job. Danke. I think you're ready to try something a little bit more challenging now. Think you can handle Pirate's Nest? Ja, bin ich. It sounds scary, but that's just a name. Nein, war ich auch nicht. Okay, da ist es. Komischerweise funktioniert das noch ganz komisch mit der Steuerung, ja? Hä? Forgotten Reef. Das nächste wäre vergessenes Riff, aber... Achso, man sollte vielleicht das einfach mit der Maus benutzen. Mit A und D. Das geht natürlich auch. Pirate's Nest. Yar! Let's fetch us some booty, matey. What? Do you know how long it's been since I had a new... It gets quite lonely out here. Loosen up, will ya? Oh Gott. All right then. Pirate's Nest should have something of value to us. So keep your eyes peeled out there. Oh, and watch out for rays too. Ja, ja. They're so-called cousins of sharks. But they're relatively harmless. Unless you get too... Hey, pass auf, okay. Wir haben insgesamt jetzt hier optisch, was wir jetzt sehen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Tauchecken. Runter geht's im Piratennest. Even though piracy dates all the way back to the 14th century BC, it may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transporting goods and resources. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water's surface. Uh-huh. Krähennest. Ja, das ist ja Sinn auf dem Schiff. Was ist zwei Bergbauteile? Erstmal umgucken. 10 Minuten Luft. Das ist ein Delfin. Wie geil. Dann dümpeln wir mal los, ne? Was ist denn das Piratenschiff? Ich will das sofort finden. Oh, oh, oh. Ich sagte da, ich sehe glaube ich schon was. Mission erledigt. Schildkröte. Oh, ich hab mich gestoßen, ne? Be careful. Ascending too fast leads to decompression. Nein, keine Dekompressionskrankheit. Oh, das ist jetzt wieder alle an. Ja, das habe ich schon verstanden. Oh, ich... Was ist denn jetzt wieder alle? Das hört sich böse an. Aber Seestern, was willst du denn machen? Muschel, sagt er aber. Das sieht dann ein Schiff aus. Das ist natürlich das, was mich juckt. Ne? In den Fingers. Kann ich das jetzt entfernen hier? Das, aber so ein altes Wrack will man doch gar nicht entfernen, oder? Scheiß auf die Muschel da jetzt. Wow, Turbogang. Weg der Fisch. Ah, eine Piratenschatztruhe. Glaube ich nicht. Boah, nicht so schnell, nicht so schnell. Warte mal, ich habe eine Funze. Oh, die ist schon etwas wertvoller scheinbar. 50 Erfahrungspunkte. Du kannst ja richtig hier Looping machen. Wow. Ist immer noch kein Schiff, ist nur ein Teil davon. Da. Oh, was Goldenes. Schätze für den Tibi. Ich bin ein bisschen lahm, also bitte vorsichtig, dass ich über Vordengel nicht so viel Zeit verliere. Damit levelst du dann halt, ne? Der Professor freut sich über den Zeugs. Also, meines Erachtens soll es nicht so leuchten. Das ist, macht die Sache ja ein bisschen einfacher. Aber das kann man tatsächlich deaktivieren. Ein Silberbarren, wow. Ich habe die Lampe an, ne? Ohne sieht so aus. Krass.
Also steuert sich echt cool. Na. Für die 8 Sekunden Luft, ne? 20 Minuten da umher schwimmen. Ich habe jetzt gar nicht das Missionsziel im Kopf. Schurken. Das ist eine spezielle Sache, die wir finden müssen eventuell. Um das nächste Level freizuschalten. So tief sind wir auf jeden Fall nicht. Es wird wahrscheinlich sehr tief gehen können, weil wir haben ja gar kein Problem mit der Dekompression. Obwohl es gerade rot wird. Immer kurz halt still bleiben. Das sind die Haie. Juhu. Und die Rochen. This means that there is a predator nearby. Ach, Quatsch. Use the eco gun in single charge mode and shoot the predator to... If you don't have time to shoot, use your knife just at the... If you get hit by a predator, you'll lose precious oxygen. Okay. Wir ballern hier. Okay, ich muss das mit anderen ballern. Hau ab. Lass uns nach, ey. Der lädt voll langsam nach. Okay. Ich hab wirklich sehr wertvollen Sauerstoff verloren, ey. Doch, kriegst du erstmal einen ab. Oh. Was war jetzt? Kriegt direkt den auf den Sack hier. Man verliert aber wirklich sehr viel Sauerstoff. Heidewitzka. Ohne diesen Schatz werde ich nicht gehen. Schaden. Warum? Ich spüre meine Oberfläche. Oh. Oh, düdüdüd. Ja, boah, ist das hier gefährlich, ey. Ja, lass mich doch in Ruhe, ich weiß doch, dass ich hier erstick. Boah. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Boah, 4 Sekunden hatte ich noch. Oh. Hui, zurück zum Hauptmenü. Jetzt müssen wir mal gucken, kurz. Sammeln minus 50% der Umgebung, der am vorigen Ort sammeln minus 50%. Okay. Die Piratenbuch gucken wir uns natürlich nochmal an, ne? Keine Frage. Das war ja mal rubbel die Katze zu Ende mit mir da, ey. Wahnsinn. So, das müssen wir uns jetzt mal an. Even though piracy dates all the way back to the 14th century BC, it may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transporting goods. Also, da muss irgendwo echt ein Wrack liegen, oder? Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water surface. Schön, das wollte ich schon noch mal gucken. Schurken. Was? Bei den Haien wieder? Musik. Also ist doch dann schon eine Herausforderung, da lebend aus dem Wasser rauszukommen. Und nicht ganz so easy. Blöde Haie. Das ist auch immer schön sammeln. Das ist doch kein Hai da, oder? Das ist eindeutig ein Hai. Nur geben wir mal Gummi in der Richtung. Arschhai. Oder Rochen, was auch immer. Oh, das ist wertvoll. Macht schon Ching. Ich habe auch Schaden. Das scheiße einschätzen, wo die sind, ne? Schöne Zeit. Stachelrochen sollte man nicht unterschätzen. Also richtiges Wrack hier irgendwie nicht. Boah, ist da bevor der Turbogang hier. So. Oh, die Musik gefällt mir besser. Turbo. Also kann schon richtig schnell tauchen, ne? Ich mach mal jetzt hier mit Sprint. Da geht der mal richtig ab. Huh. Vorsicht. Oh. Boah, das ist wie im All, ey. Nö, ne? Ich dachte, da wäre was gewesen.
Ich will die schöne Musik haben. Boah, hab ich trotzdem erwischt. Für ihn einen Headshot verpasst hab. War eine schöne Zeit. Komm, mach schöne Musik. Aua, Druck, Schaden. Ich bin einfach zu schnell. Noch ein Hai. Was ist denn los? Oh. Das ist aber unfair. Eine unsichtbare Wand macht Schaden. So, 4,5 Minuten noch. Scheiße. Okay, der Hai ist weg. Oh, Druck, Druck, Druck. Aua. Was? Gibt Schaden dafür? Ich dachte, wenn der voll wäre, ist der Ball. Ach, einfach. Ach, guck mal hier. Das ist ein Loch. Ist, glaube ich, wieder ein bisschen friedlicher hier. Krähennest, da waren wir doch schon. 7 von 37. Also die Hälfte müssen wir finden, dann dürfen wir in den nächsten. Also ist tatsächlich machbar. Aber immer findest du ja gar nichts mehr. Du musst halt bei den blöden Haien rumdümpeln. Muschel. Aufräumen habe ich nicht so geschnallt. Hier ist ja nichts eigentlich. So ein Netz haben wir ja mal weggemacht, ja. Oh, guck mal, ist eine Reihe von Sachen. Vorhin eindeutig nicht auf Tastatur umgesetzt. Aha. Oh. Quartier des Captains. Oh. Das sind tödliche Wände hier, ey. Muss ja echt in jeder Lücke gucken, ne? 3 Minuten noch, ey. Wow. Aha. Das so gewollt ist. Das Quartier des Captains. Oh, die sehen böse aus. Cool. Ich glaube, ist nur eine unsichtbare Wand. Nicht in den ihren komischen Fangarm kommen. Die meinen das nicht so gut mit uns, diese Gefallen. Irgendwelche Fische. Keine Ahnung, wie die heißen. 2,5 Minuten noch. Aua. 2 Minuten. 1 Minute noch gleich. Was denn? Druck oder was? Muss echt aufpassen. Muss immer noch das Quartier des Captains sein, ne? Zeit. Ja, Mann. Habe ich den Run versaut. Ist ja auch gar nichts mehr. Ich sehe es halt nicht, was hinter den Steinen ist oder so. Wenig Sauerstoff. Ja, was passiert, wenn wir ersticken? Das würde ich gar nicht wissen. Wir tauchen auf. So schnell wie wir können. Scheiße. Ja, kann ich gar nicht. Oh, doch jetzt. Oh, Gott sei Dank. Hui. Mach noch ein Level up. Gibt's dann wieder eine Belohnung. Nächste Belohnung ist, was ist das? Sachen nach oben schicken oder was? Das kann man da nicht lesen. Level 2. Also, die Spitzhacke hilft beim Mineralabbau von großen Steinen. Geil. 20% Grundreichweite. Oh. Zurück zum Hauptmenü. Okay, leveln, Sachen sammeln und entspannen. Eigentlich ein geiles Spiel. Erscheint morgen auf Steam. Link ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Mir gefällt es wirklich gut.